Nach The Fappening jetzt The Snappening. Hunderttausende private Snapchat-Bilder wurden jetzt im Internet veröffentlicht. Was steckt dahinter und was ist da genau passiert? Ich bin Arne und das sind die Was geht ab? Shorts. Kaum haben wir die Möglichkeit gehabt, einen Haufen Stars nackig zu sehen, gibt es jetzt den nächsten Hackerangriff und damit auch die nächste Nacktwelle. Ein Hacker hat nun anscheinend bei 4chan private Snapchat-Fotos veröffentlicht, ganze 13 GB voll, 100.000 von Fotos. Das Ganze trägt jetzt schon den Namen The Snappening, angelehnt an The Fappening. Aber wie konnte man überhaupt an die Fotos kommen? Beim Fotodienst Snapchat löschen sich doch die gesendeten Bilder nach maximal 10 Sekunden. Die Antwort? Das war wahrscheinlich über einen Drittanbieter möglich. Es gibt eine Android-App, die heißt SnapSafe und wenn man sich da mit seinem Snapchat-Login anmeldet, dann können Fotos und Videos eben doch gespeichert werden. Man konnte den Dienst auch über einen Webklienten erreichen und da könnten die Fotos dann ohne das Wissen der Nutzer gespeichert worden sein. Snapchat betont, dass ihre Server nicht gehackt wurden und verweist darauf, dass der Gebrauch von solchen Third-Party-Apps wie SnapSafe laut ihren Nutzungsbedingungen auch untersagt ist. Problematisch an dem Ganzen ist vor allem die Tatsache, dass auch Minderjährige freizügige Fotos über Snapchat verschickt haben und davon ausgingen, dass die Fotos und Videos gelöscht werden würden. Angeblich sind nun Bilder im Netz aufgetaucht, die unbekleidete oder nur teilweise bekleidete Minderjährige zeigen. Das würde den Tatbestand der Kinderpornografie erfüllen und deswegen sollte sich auch keiner die Bilder runterladen, denn dann macht man sich strafbar. Außerdem gab es Gerüchte, dass die Fotos in einer Datenbank nach Snapchat-Usernamen sortiert sind und man die deshalb einfach finden kann. Das verneint SnapSafe allerdings, da keine Benutzerdaten betroffen wären. Schon Ende 2013 wurde Snapchat Opfer eines Cyberangriffs. Damals wurden zwar keine Fotos gestohlen, allerdings die Usernamen und die dazugehörigen Telefonnummern. Insgesamt 4,6 Millionen Nutzer waren betroffen. Alle Daten wurden auf einer Website gesammelt und konnten theoretisch von allen Internetnutzern angesehen werden. Angeblich wollen Hacker mit derartigen Angriffen zeigen, dass Snapchat und andere Dienste nicht so sicher sind, wie es immer scheint. Beim Leak der Promi-Bilder vor einigen Wochen soll ja auch eine Sicherheitslücke im Cloud-Dienst von Apple verantwortlich gewesen sein. Also, wenn unsere Daten nicht vor Hackern sicher sind, dann auch nicht vor Kriminellen und Geheimdiensten. Das muss man ja jetzt leider immer irgendwie im Hinterkopf haben. Wenn ihr also Nacktbilder verschickt, dann lieber mit verschlüsselten Messenger-Diensten. Was ist eure Meinung dazu? Meint ihr, dass es nötig ist, Fotos zu veröffentlichen, um auf Sicherheitslücken hinzuweisen? Benutzt ihr Snapchat? Und wenn ja, verändert The Snappening euer Verhalten? Eure Meinung in die Kommentare diese Woche und eigentlich auch generell nur konstruktiv bitte. Ich sag nur Hashtag reg dich ab. Wenn ihr nicht wisst, was damit gemeint ist, dann schaut euch dieses Video nochmal an. Ansonsten geht's hier zum letzten Was geht ab Short. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.